Also 16, Hochhausleitbild. Da liegt ein Änderungsantrag Linke vor. Herr Wirtz, los. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, das Hochhausleitbild wurde über immerhin bis jetzt 5 Jahre erarbeitet. Endlich liegt ein Ergebnis vor. Anlass war der ansatzweise Wildwuchs von Hochhäusern im Stadtbild von Dresden. Beispiele waren der Bebauungsplan am Lenné-Platz mit einer Hochhausscheibe nahe an der Bürgerwiese, nahe am Großen Garten, die Sachgesamtheiten dort, die unter Denkmalschutz stehen, gestört hätten. Das war das Ergebnis eines Wettbewerbes. Das hat also eine hochmögende Jury nicht erkannt und musste später in der Änderung des Planes einen entsprechenden Zeitverlust und entsprechender auch verlorener Planung, die bei sowas immer erzeugt wird, geändert werden. Zweiter Beispiel ist das Verwaltungszentrum, was am Georgplatz in der Regie der Stadt gebaut wird, auch ein hochgelobter Entwurf von Barcode-Architekten, der dann später erst im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau zusammengekürzt worden ist und dann nochmal die restlichen Meter, die zu viel waren, von der Landesdenkmalpflege kassiert worden sind. Ergebnis dieses letztgenannten Hochhauses wäre es gewesen, dass von Süden her die Frauenkirche in der Stadtsilhouette Dresdens nicht mehr erkennbar gewesen wäre. Das war Anlass für einen Antrag, damals geschrieben von Rot-Rot-Grün, ein Hochhausleitbild in Auftrag zu geben. Einen entsprechenden Entwurf hat es schon in den 90er Jahren gegeben, der aber irgendwie nie zur Beschlussfassung vorgelegt worden ist. Der hat im Prinzip 2 Dinge zum Inhalt. Als erstes Mal weist er gewisse Hochhausvorranggebiete aus, wo man im Großen und Ganzen im Stadtbild Dresdens sagen kann, hier können Hochhäuser errichtet werden, ohne zu stören. Hier kann man auch eine gewisse Freiheit geben und kann neugierig drauf sein, was dort entsteht. Auf der anderen Seite leitet er das Hochhausleitbild Werkzeuge ab, wie Hochhäuser geprüft werden, wenn sie geplant werden, um eben Störungen untereinander, miteinander, von fern, von nah auszuschließen. Jetzt haben wir nochmal einen Änderungsantrag geschrieben. Es ist immer in den Veranstaltungen sehr vom Stadtplanungsamt sehr vorsichtig und sehr sensibel kommuniziert worden. Ja, in der Johannstadt muss man vorsichtig sein. Auf der anderen Seite, Stübelallee war dann ein Vorzugsgebiet, eine Hochhausachse. Und die haben wir dann schon im Bauausschuss rausgenommen, weil uns da auch wieder aufgefallen ist, dass dann ja im Prinzip das Gleiche wie am Lenné-Platz passiert oder wie auch jetzt mit diesen 2 einzigen 17-Geschossern, die am Großen Garten stehen an der Nordostecke, dass dort eben dann vom Großen Garten her doch eine gewisse Störung erfolgt. Der Große Garten, das wissen wir, ist in seinem Kern noch ansatzweise ein barocker Garten, außen herum ein englischer Garten. Und diesen Garten ist zu eigen gewesen die Illusion ihrer Unendlichkeit. Das heißt, aus dem Inneren des Gartens sollte dieses Paradies, dieses Grüne nie enden. Und wenn dann am Ende und an den Seiten sozusagen Hochhäuser so in diesen Park hereinschauen, dann ist das nicht mehr, entspricht das nicht mehr diesem Bild dieses englischen Gartens. Und das hat der Bauantrag gemacht. Und jetzt hat es ja nochmal eine Rücküberweisung gegeben durch die Freien Wähler, die ja der Stadtrat mehrheitlich gefolgt ist. Und dann eine Veranstaltung des Stadtplanungsamtes, wo mit einmal wesentlich forschere Töne über die Hochhausentwicklung in Dresden angestoßen worden sind. Und das hat dann, wenn man sagen, eher bürgerlich-konservative Kreise nochmal an uns herantreten lassen, uns doch die Aufgabe zu geben, hier nochmal uns das Leitbild sehr genau anzuschauen. Und in der Tat ist es so, dass sowohl an der Weißeritz sehr stark in den inneren Ring der Altstadt noch hereingegangen wird. Das haben wir jetzt rausgenommen, in Absprache auch mit zivilgesellschaftlichen Akteuren in der Stadt. Und dann auch einzelne Hochhausachsen, die uns dann doch nicht einsichtig waren, haben wir rausgenommen, zum Beispiel die Wilsdorfer Straße. An der Wilsdorfer Straße gibt es keine Hochhäuser. Es ist das Gebiet der Altstadt, wo nur die historischen im Prinzip Hochpunkte stehen und die eigentlich auch ungestört bleiben sollen. Also es ist ganz schwer vorstellbar, dass in den Cluster Hofkirche, Hausmannturm, Ständehaus dort nochmal ein zusätzlicher Hochpunkt gesetzt wird. Und das wollen wir gerne mit unserem Ergänzungsantrag hier nochmal abschließend klarstellen und bitten dazu um Ihre Zustimmung.
Des Weiteren wird man im Prinzip auch mit diesem Hochhausleitbild als engagierte Öffentlichkeit sehr genau beobachten müssen, was sich entwickelt. Wir haben die Verantwortung für die berühmte Stadtsilhouette Dresdens. Dieser Verantwortung wollen wir gerecht werden. Und so lade ich Sie alle ein, sowohl dem Hochhausleitbild als auch unserem Änderungsantrag zuzustimmen. Und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. So, ich habe eine fixe Wortmeldung hier noch signalisiert bekommen. Den würde ich jetzt dran nehmen, Herr Schmidt. Und dann frage ich Sie in den Raum anschließend, wer noch Wortmeldung. Oh, ich sehe schon. Oi, 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 oi. Oi. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich habe noch gar nicht gesprochen und die ganzen Reaktionen kommen schon nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich die Reaktion auf den Änderungsantrag von Herrn Wirz. Und der ist eigentlich auch der Grund, warum ich hier vorne stehe. Zum Hochhausleitbild selbst gibt es nie viel zu sagen, außer den paar Fakten, die Herr Wirz jetzt gerade schon erwähnt hat. Es gab einen relativ langen Prozess. Vor 5 Jahren ist es beauftragt worden. Es hat lange gedauert, bis es nun endlich vorliegt. Sicherlich auch der Corona-Zeit geschuldet, weil es gab diverse öffentliche Veranstaltungen, in denen dieses Hochhausleitbild erarbeitet wurde. Also jeder, der aus der Öffentlichkeit den Wunsch hatte, sich an diesem Prozess zu beteiligen, hatte die Möglichkeit dazu. Und insofern verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, warum wir jetzt, weil letzte Woche eine öffentliche Veranstaltung nochmal gewesen ist, die wahrscheinlich von der Verwaltung so terminiert war, dass wir den Stadtratsbeschluss ja eigentlich schon in der letzten Sitzung bzw. vorletzten Sitzung treffen sollten, warum wir jetzt aufgrund dieser Veranstaltung heute nochmal Änderungen an diesem Konzept machen sollen, weil eine einzige Person vielleicht in dieser Sitzung oder in dieser Veranstaltung, ich selbst war nie dabei, ich hatte einen anderen Termin, aber ein einziger was gesagt hat und sagt, ich habe da jetzt noch einen Wunsch, das nehmen wir jetzt hier oder nehmen die Linken jetzt auf, dankenswert oder dankbar und freuen sich über einen neuen Änderungsantrag und wir sollen es jetzt neu beschließen. Wenn wir es dann beschließen würden, kommt nächste Woche der Nächste und sagt, ich hätte noch die und die Änderung und dann kommt irgendwann der nächste Änderungsantrag zum Hochhausleitbild. Ganz ehrlich, das ist nie das Vorgehen, was ich mir vorstelle. Wir haben das lang und breit diskutiert. Wir hatten es mittlerweile, glaube ich, 3-4 Mal im Bauausschuss. Wir haben es zurücküberwiesen. Man hätte das alles dort tun können. Dafür ist es jetzt zu spät und ich sage es auch ganz deutlich, gerade beim Thema Weißeritzzug. Das Hochhausleitbild hat jetzt 2 Cluster definiert, in denen Hochhäuser künftig möglich sind. Das heißt aber nicht, dass in diesen Gebieten generell nur noch Hochhäuser gebaut werden. Im Moment gibt es überhaupt keinen Antrag, der irgendwie sagt, da will jemand ein Hochhaus bauen. Und es geht auch darum, mit diesem Hochhausleitbild ja bestimmte Blickbeziehungen zu schützen in dieser Stadt. Und wenn der Weißeritzzug geschützt werden soll, so wie mir es erklärt wurde, Herr Wirz hat versucht, den Namen zu umschiffen, ich weiß, von wo der Antrag kommt, wenn die Idee ist, dass man aus Oberwartha künftig dann nicht mehr die Innenstadt sehen kann, weil dort vielleicht mal ein Hochhaus steht, dann sage ich, dann müsste man, wenn man dem Antrag folgen würde, genauso auch das Gebiet in Dobritz und Niedersedlitz rausnehmen, weil, ich gucke zu Herrn Genschmar, wenn Herr Genschmar mit seinem Lugturm irgendwann mal fertig ist und man auf den Lugturm wieder hochgehen kann, kann man vielleicht vom Lugturm dann durch Hochhäuser, die in Dobritz und Niedersedlitz stehen, dann auch nicht mehr die Innenstadt sehen. Also ganz ehrlich, wichtige Blickbeziehungen zu schützen ist richtig und wichtig, aber wir können nicht jeden einzelnen Blick von irgendeinem Hang in dieser Stadt oder am Rand der Stadt auf die Stadt schützen. Deswegen Änderungsantrag nein, Hochhausleitbild ja, da gibt es unsere Zustimmung und ich denke, das werden wir heute am Ende auch so beschließen und damit bin ich am Ende. Vielen Dank. So, dann arbeiten wir die ganzen weiteren Redner mal von der Größe der Fraktion ab. Zunächst Herr Lazinski, dann Herr Löser. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer, eins vorab, auch wir denken, es ist insgesamt eine gute und recht gelungene Vorlage. Das Hochhausleitbild hat nach klaren und nachvollziehbaren Vorgaben aus städtebaulicher Sicht Potenziale für mögliche Hochhäuser in Dresden gefunden. Jetzt ist natürlich an der Politik, genau diese städtebauliche Sicht auch nochmal zu bewerten, auch politisch zu bewerten. Und deswegen bin ich ganz froh, dass eben genau dieses Potenzialgebiet für Hochhäuser an der Stübelallee herausgefallen ist. Herr Wirz hat es ein bisschen angedeutet, denn andernfalls hätte man Bedenken haben müssen, dass der große Garten zum Central Park wird und Dresden so ein bisschen New York Light. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen schon, dass die Identität unserer Stadt auch im großen Garten erhalten bleibt. Und ebenso finde ich es auch gut, dass jetzt auch nochmal im Detail, auch nochmal, wie gesagt, die Zivilgesellschaft dort mit einbezogen wurde. Denn ist tatsächlich so, dass wir
etwas übersehen haben, insbesondere mit dem Hotel am Terrassenufer, wo ja auch jetzt im Prinzip ein Potenzialgebiet für Hochhäuser ausgewiesen wurde, beziehungsweise das Potenzialgebiet, was entlang der St. Petersburger Straße ist, eben bis zum Hotel am Terrassenufer weiter fortgeführt wurde. Wir hatten in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja umfangreiche Diskussionen zu diesem Hochhaus gehabt, wo es auch über das Thema Abschichtung etc. ging. Und es wäre jetzt genau der falsche Weg zu sagen, dass wir jetzt dieses Problem noch weiter schüren oder noch weitere Hochhäuser daneben entstehen lassen. Deswegen halten wir den Änderungsantrag von den Linken für sehr sinnvoll und würden den auch so mit unterstützen. Wir haben mit Dobritz, Niersedlitz und auch mit dem Weißholzgrünzug jetzt zwei Cluster, das wurde ja bereits gesagt, die für Hochhäuser geeignet sind. Wir können da auf jeden Fall entsprechende Bauleitplanungen dann auch, sage ich mal, durchführen und vorbereiten. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze dort entwickelt. Und dann werden wir sehen, wohin das dann führt. Und vielleicht noch zu Herrn Schmidt, das Hochhausgebiet in Niedersedlitz. Wenn Sie am Lugturm stehen, da gucken Sie links dran vorbei in die Innenstadt. Das sollte kein Problem sein. Danke. So, nächster Redner, Herr Löser, dann Herr Engel. Ja, alle haben Hunger, ich mache es auch kurz. Ich will noch mal kurz sagen, Hochhaus ist alles, was über 22 Meter ist, dass man das noch mal sich vor Augen führen kann, was das bedeutet, über ein Hochhaus zu reden. Und ich bin eigentlich ein großer Fan von Hochhäusern. Es gibt ganz tolle Hochhäuser weltweit, auch in Deutschland, in Frankfurt gibt es ganz viele. Nun haben wir die Besonderheit in Dresden, wir sind in einer Tallage und es gibt eben Blickbeziehungen. Es gibt eine gewachsene Stadt. Professor Will hat uns das ja sehr eindrücklich erläutert, wie die gewachsenen Hochpunkte in der Stadt, ob es Frauenkirche ist oder auch die Kathedrale bis hin zur Dreikönigskirche aufeinander Bezug nehmen. Das waren sehr kluge Entwicklungen. Und man hat ja gesehen, beim Wiederauferstehen der Frauenkirche in der Stadt, wo plötzlich Blickbeziehungen waren, nämlich dass man genau gesehen hat, da ist die Straße so gewesen, auf die Frauenkirche zu. Also das spielt in Dresden eine große Rolle. In einer Stadt, die flach ist wie Berlin, glaube ich, gibt es das Thema so nicht. Jetzt nochmal kurz, was regelt das Leitbild? Es gibt Ausschlussgebiete, es gibt Eignungsgebiete und es gibt Gebiete mit Höhenbeschränkungen. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Differenzierung, die hier vorgenommen wurde. Ich will nochmal sagen, seit 5 Jahren haben wir das entwickelt. Es gab 4 Dialogveranstaltungen, es gab unzählige Beteiligungsformate, es gab in der Gestaltungskommission ein ganz großes Lob von Professor Sulzer, der deutschlandweit das bewerten kann. Er hat gesagt, dieses Hochhausleitbild, das ist maßgeblich, das ist eine ganz tolle Sache und es ist entwickelt worden von einem Büro aus Zürich, glaube ich. Ja. Das heißt, es ist hochwertig, es ist diskutiert und ich finde es wirklich schwierig, dass man jetzt zur finalen Sitzung kommt und nochmal umfangreiche Änderungen vorschlägt. Ich will das aber nicht übergehen, deswegen bitte ich den Baubürgermeister, darauf nochmal kurz Stellung zu nehmen. Aus unserer jetzigen Sicht werden wir diesem linken Antrag so nicht beitreten können, denn wir gehen davon aus, dass die Fachebene hier sehr, sehr sorgfältig gearbeitet hat und es waren alle dabei einbezogen. Insofern stimmen wir natürlich dem Hochhausleitbild, was wir damals ja auch mitbeantragt haben, zu. Vielen Dank. So, jetzt Herr Engel und dann Herr Nitsche. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist der Abschluss eines sehr, sehr langen Prozesses, 2019, Anfang 2020 mit einigen Fachveranstaltungen. Und da muss man sich, glaube ich, wirklich nochmal ins Gedächtnis rufen, wie man jetzt zu diesen Gebieten eigentlich gekommen ist. Die hat man ja nicht einfach willkürlich in den Stadtplan reingeworfen, sondern man hat wirklich abgeschichtet, was sind die relevanten Blickbeziehungen in Dresden, die wirklich freigehalten werden müssen, was sind die Stadtbereiche, die verkehrlich gut erschlossen sind, wo sich auch eine hohe bauliche Dichte auch anbietet. Man hat geguckt, was sind vielleicht auch schon die Gruppierungen, die Stadtbereiche, wo es auch Hochhäuser gibt und hat daraus dann tatsächlich Gebiete entwickelt, wo eine weitere Entwicklung von Hochhäusern auch denkbar ist. Und man muss ein Stück weit ja auch mal verstehen, welche Relevanz dieses Konzept hat. Es ist wichtig, glaube ich, für die Stadtplanung, aber es ersetzt am Ende keine Bauleitplanung. Also bei sehr, sehr vielen Projekten werden wir am Ende trotzdem im Rahmen eines Bebauungsplans natürlich die Höhendiskussion führen und die Abwägung treffen müssen, hat das irgendwelche negativen Auswirkungen auf das Stadtbild. Und ehrlicherweise finde ich es dann schon so ein bisschen schwierig, das jetzt hier an dieser Stelle so einzubringen. Dresden ist eine Stadt,
die ist nicht per se auf Hochhäuser angewiesen. Wir haben eine Bevölkerungsdichte auch im bebauten Stadtgebiet, die liegt deutlich unter der von anderen deutschen Großstädten. Wir haben irgendwie ein Drittel der Bevölkerungsdichte von München, wir sind ungefähr bei 50% der Bevölkerungsdichte von Frankfurt am Main und selbst Bremen, das ist jetzt wirklich nicht die, ich sag mal so, allerurbanste Stadt in all ihren Bereichen. Selbst Bremen hat eine höhere Bevölkerungsdichte als Dresden. Das sollte man sich ins Gedächtnis rufen. Also wir haben durchaus auch noch andere Flächenpotenziale, mit denen wir auch arbeiten können. Aber es kann natürlich trotzdem sinnvoll sein, in einzelnen Bereichen auch Hochhäuser zu errichten, um städtebauliche Schwerpunkte auch zu setzen, um vielleicht auch an Punkten, die sehr, sehr gut verkehrlich erschlossen sind, auch nochmal entsprechend eine hohe Nutzungsdichte unterzubringen oder eben auch um städtebaulich an gewissen Punkten etwas herzumachen. Und wir führen ja stellenweise auch die Diskussion, Grünräume erhalten. Da muss man vielleicht stellenweise auch ein bisschen in die Höhe gehen. Aber es geht hier ja nicht um das 300 Meter hohe Hochhaus, sondern im Hochhausleitbild wird alles ab 30 Meter Höhe betrachtet. Und das ist, glaube ich, schon auch eine Höhe, mit der wir in Dresden nach wie vor auch arbeiten können. Unsere Fraktion ist klar dafür, dieses Konzept jetzt hier so auch auf den Weg zu bringen. Ich kann ehrlicherweise den Änderungsantrag der linken Fraktion an der Stelle auch nicht so wirklich nachvollziehen. Also, weil wenn man sich jetzt mal die Gebietsabgrenzung, die sie vorschlagen, genauer anguckt, dann stellt man zum Beispiel fest, dass sie das Gebiet, wo das World Trade Center heute steht, ja aus dem einen Vorranggebiet einfach mal rausschneiden. Also man kann natürlich zur Einschätzung kommen, okay, das World Trade Center war schon eine Fehlplanung der 90er Jahre, kann man zur Einschätzung kommen, aber so richtig sinnvoll hergeleitet ist es aus meiner Sicht auch noch nicht. Oder wir hatten zum Beispiel auch im Bereich Budapester Straße, Nürnberger Straße auch mal über einen Hochhausbau diskutiert. Da gab es dann, glaube ich, sogar mal im Bauausschuss oder in der Gestaltungskommission Visualisierung. Wie schaut das zum Beispiel aus der südlichen Perspektive vom Fichteturm aus? Auch dieses Gebiet wäre dann sehr, sehr deutlich außerhalb eines Vorranggebietes. Also uns erschließt sich das an dieser Stelle noch nicht. Wir wollen diesen Prozess nach über 4 Jahren endlich auch mal zu Ende bringen. Diese Vorlage lag 14 Monate lang im Bauausschuss herum. Und da kann man jetzt, glaube ich, auch einfach mal einen Haken dran machen. Vielen Dank. Nächster Redner wäre Thorsten Nitsche, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, warum debattieren wir über Hochhäuser? Warum beschäftigen wir uns so lange damit? Meine Damen und Herren, wir Dresdner sind äußerst sensibel, wenn es um die Bebauung unserer schönen Stadt geht. Und für uns lautet die Grundsatzfrage, braucht Dresden überhaupt Hochhäuser? Und unsere klare Antwort darauf lautet nein. Dresden braucht keine Hochhäuser und das war übrigens auch der Tenor der ersten öffentlichen Veranstaltung zum Konzept. Aus den vorliegenden Prognosen für das Bevölkerungswachstum, für den Bedarf an Büro- und Gewerbeflächen geht eindeutig hervor, dass wir keine Hochhäuser brauchen. Gebaut werden sie aber trotzdem. Das finden wir falsch und dabei geht es uns nicht nur um Blickbeziehungen. Wir finden, dahinter steckt eine falsche Ideologie, eine Ideologie der verdichteten und der kompakten Stadt. Wir haben heute schon eine kompakte Innenstadt und wir haben heute schon eine Innenstadt, wo wir Temperaturen im Stadtzentrum haben, die 5 Grad höher sind als in den locker bebauten Stadträndern. Die Stadtverwaltung forciert das. Wir haben Wohnblocks an der Grunauer Straße, wir haben einen Verwaltungspalast aus Stahl, Glas und Beton auf dem Ferdinandplatz. Wir haben den Postplatz und ich höre jetzt auf mit Aufzählen der Steinwüsten. Meine Damen und Herren, Dresden liegt in einem Tal und Hochhäuser behindern massiv die Zufuhr von Frischluft in das Stadtzentrum und die Ableitung von warmer Luft aus dem Stadtzentrum. Gerade, und um die Fragestellung nochmal zu erörtern, warum gerade dieser Weißeritzzug? Gerade in Dresden, wo wir eine vorherrschende Westwindrichtung haben, wo die frische Luft aus dem Westen in die Innenstadt eingetragen wird, Hochhäuser zu bauen, die genau diese frische Luft zu verhindern, meine Damen und Herren, wie kann man das mit seiner grünen Ideologie vereinbaren? Verstehe ich nicht. Wer die Frischluftzufuhr ins Stadtzentrum bremst,
der kann Hochhäuser bauen oder der kann Windräder bauen, auch am Stadtrand. Gerade auch das wieder ein Punkt vollkommen falscher Ideologie. So, wer Hochhäuser plant, spricht bisweilen auch von Begrünung. Das ist aber unserer Meinung eher ein Greenwashing. Wir lehnen diese Vorlage ab, weil wir uns nicht daran beteiligen wollen, dass unsere Stadt weiter verschandelt wird, dass wir weitere Hochhäuser bekommen. Und wir denken, es gibt in diesem Stadtrat eine klare Mehrheit für diese Vorlage. Aber wenn Sie diese sogenannte moderne Architektur, diese Hochhäuser weiter wollen als Dresdner, dann wählen Sie bitte weiter so. Wenn Sie diese Politik ändern wollen, dann haben Sie nächstes Jahr im Juni dazu Gelegenheit und können dann abstimmen, was Sie wollen, Grünflächen oder Greenwashing. Vielen Dank. Okay, dann erstmal letzter Redner, Thilo Würz, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Erster Bürgermeister. Ich möchte mal kurz auf Herrn Schmählichern Löser eingehen. Ich habe leider kein einziges überzeugendes Argument gehört, warum die Wilsdorfer Straße als Hochhausachse in diesem Hochhauskonzept bleiben soll, wenn dort gar keine Hochhäuser sind. Kein einziges. In der Sache haben Sie nicht argumentiert, es ist Ihnen zu spät gekommen. Es ist jetzt nicht mehr dran, das zu ändern. Ich habe da sogar einen Antrag dazu geschrieben und mir ist es dann eben auch erst aufgefallen, als ich mit der Nase drauf gestoßen worden bin. Und es gibt dort keine Hochhäuser, insofern kann man es auch rausnehmen, weil was soll es dann dort drin? Und die Frage, mir ist auch nicht bei dem Weißeritz-Vorranggebiet eingängig gewesen, warum das über den Bahnkörper in die Altstadt reinreicht, in den Altstadtring. Also das World Trade Center ist ja im Prinzip damals auch sehr umstritten gewesen, ist auch ein bisschen kürzer geworden, damals auf Initiative der CDU, wenn ich richtig mich erinnere. Und soll eigentlich jetzt auch als solitär erhalten bleiben. Wir haben im Prinzip neben der Staatsoperette den Vorschlag gehabt eines Hochhauses, eines Bürohochhauses, der an der Gestaltungskommission durchgefallen ist. Wenn das so ist, kann ich dieses Gebiet jetzt dort auch jenseits des Bahnkörpers rausnehmen, kann sagen, ich habe dann im Stadtbild wirklich auch, sehe dann auch von Ferne mal, wenn dort Hochhäuser, hohe Häuser entstehen sollten, sehe ich dort mal auch wieder, wie die Stadt verläuft. Also wenn dort schon im Prinzip diese Hochhäuser dort entfallen sind, kann ich die Gebiete auch rausnehmen. Und wenn wir im Bauausschuss entschieden haben, dass die Stübelallee eben bestenfalls schonend weiterentwickelt wird, die ist jetzt schon ja im Prinzip das Striesensiel, ist ein sehr dicht besiedeltes Gebiet, dann können wir im Prinzip auch die Stübelallee als Hochhausachse rausnehmen, weil wir haben ja im Prinzip, es ist nur die Konsequenz unseres Ergänzungsantrages, der ja auch schon jetzt drinsteht im Konzept oder der im Prinzip als Ergänzung ja übernommen worden ist im federführenden Ausschussbericht, dann können wir das rausnehmen, weil wir gesagt haben, ja gut, wenn dort Hochhäuser gebaut oder hohe Häuser gebaut werden soll, dann so, dass sie eben aus dem großen Garten hinter dem Blickwinkel der Bäume zurückstehen, also dass sie da nicht gesehen werden. Wir haben diese Entscheidung also schon vorgefasst und damit können die natürlich auch so in dem Konzept so auch so niedergelegt werden. Und dazu ist es auch nicht so kompliziert, sich diese 5 Punkte mal anzuschauen. Insofern nochmal meine innige Bitte, gar nicht so sehr für mich, sondern im Prinzip für sehr, mal sagen, doch auch Stimmen, die in der Stadtgesellschaft Gehör finden, diesem Antrag so zuzustimmen. Nichts ist so gut, dass es sich nicht auch noch verbessert werden kann. Vielen Dank. Okay, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Und bevor wir in die Abstimmung gehen, würde Baubürgermeister Herr Kühn noch mal Stellung nehmen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist schon verschiedentlich gesagt worden, dass es einen umfangreichen mehrjährigen Beteiligungsprozess gegeben hat. Und das ist der Abschluss des Gesamtprozesses. Es ist so, dass die öffentliche Veranstaltung zur Information des Hochhausleitbildes am 7. November tatsächlich in der Ursprungsplanung davon ausgegangen ist, das Konzept ist bis dahin beschlossen. Ich war bei der Veranstaltung natürlich zugegen und da sind keine forschen Töne gefallen, sondern da ist schlicht und ergreifend das, was Diskussionsgrundlage ist, in der Vorlage vorgestellt worden. Ich will nur mal sagen, ab 22 Meter, also über 22 Meter nach sächsischer Bauordnung, reden wir von dem Hochhaus, das hat man da damit was zu tun, dass dann die Möglichkeit zum Anleitern der Feuerwehr endet. Und das Konzept unterscheidet ja zwischen höheren Häusern bis 38 Meter, Hochhaus bis 52 und dann darüber hinaus Stadtakzent.
zu dem Änderungsantrag. Natürlich ist es so, dass auf der Wilsdrufer Straße im Bestand es eine baugeschichtliche Prägung gibt, die eben Hochhäuser mit eingebunden hat. Ich will an das Gebäude, was man jetzt hier in der Richtung sehen könnte, Wilsdrufer Straße 3 erinnern. Das ist über 22 Meter, vom bekannten Dresdner Architekten Wolfgang Hensch gebaut. Auch die Gebäude am Altmarkt, die Eckgebäude, die ja nur wirklich sehr feinteilig, kleinteilig sozusagen dort eine Raumbildung ermöglichen. Auch das sind Gebäude über 22 Meter, die also dort sozusagen zur Stadtgestaltung beitragen. Es ist überhaupt nicht mit dem Konzept vorgesehen und es wäre auch gar nicht ohne entsprechende Beschlüsse möglich, zusätzliche Hochpunkte entlang der Wilsdrufer Straße vorzunehmen. Gleichwohl sind eben dort Gebäude, die höher als 22 Meter sind. Es ist auch nicht so, was gesagt wurde, dass am Terrassenufer weitere Hochhäuser entstehen sollen. Im Gegenteil, es war ja versucht worden, die Gebäude, dieses Hotel genutzte Gebäude sozusagen zurückzubauen. Das ist aus rechtlichen Gründen ja nicht gelungen. Das andere Gebäude an der Steinstraße ist ja zurückgebaut worden. Auch da ist nicht vorgesehen, Hochhäuser zu errichten. Und zum Weißeritzgebiet will ich an der Stelle mal sagen, das bindet ja so dann beispielsweise am Kraftwerk Mitte ein. Dort haben wir ja auch mit dem Kraftwerksareal Hochpunkte gesetzt. Das ist so, dass dort eben wirklich entsprechende Hochpunkte gegeben sind. Und es ist auch nicht vorgesehen, an keiner Stelle, wenn man das Konzept sich liest, durchliest, sozusagen eine flächige Überbauung sozusagen des Gebiets Weißeritz mit Hochhäusern vorzunehmen. Ich will mal daran erinnern, dass zwischendurch im Ausschuss, Umweltausschuss nach meinem Kenntnisstand das einstimmig auf den Weg gebracht wurde und natürlich ist das alles abgestimmt worden. Es ist nicht so, dass hier irgendwelche Kaltluftschneisen zugebaut werden, die eine negative stadtklimatische Auswirkung haben. Auch das ist falsch. Also ich weiß nicht, ich war ja offensichtlich hier von denen, die gesprochen haben, der Einzige, der bei der Veranstaltung das ist alles so nicht richtig. Es wurden Punkte angesprochen, die sind alle in der Diskussion zurückgewiesen worden. Ich bitte schon darum, bei aller Vorwahlzeit darauf zu achten, dass wir hier nicht Dinge, die nicht im Konzept stehen, einfach behauptet und dadurch Ängste und Sorgen schürt, dass das Hochhausleitbild dazu dient, hier einen Ring von Hochhäusern um die Innenstadt zu knallen. Das ist mitnichten adressiert. Das steht auch an keiner Stelle im Hochhausleitbild. Und deshalb würde ich das zurückweisen und darum bitten, dass das Hochhausleitbild, so wie es eben 5 Jahre sich entwickelt hat und diskutiert wurde, mit einer breiten zivilgesellschaftlichen Beteiligung heute unverändert auch zur Abstimmung kommt. Okay, da kommen wir zur Abstimmung. Ich stelle zunächst zur Abstimmung den Änderungsantrag Fraktion Die Linke. Wer hier zustimmen möchte, den bitte ich um das Stimmzeichen. Dieser hat mit 26 Ja, 39 Nein keine Mehrheit bekommen. Und deshalb stelle ich den so unveränderten Ausschussbericht zur Abstimmung. Wer dem Ausschussbericht zustimmen kann, bitte ich um das Handzeichen. Entschuldigung, um das Stimmzeichen. Der hätte jetzt eine Mehrheit von 61 Ja, 4 Nein, 1 Enthaltung. Damit so beschlossen.